Jetzt schauen wir uns nur eine dritte Variante von dem Papierflugzeug an. Wird spannend, wie das wohl fliegen wird. Wir brauchen wieder unser Blatt Papier, ein Lineal, eine Schere, einen Bleistift. Und los geht's. Ich fange wieder damit an, dass ich eine Ecke herüberfalte, so dass diese Kante da genau deckungsgleich auf dem Blatt Papier ist. So. Glatt streichen. Aufmachen. Ich drehe es dann meistens um, weil dann sieht es besser. Fällt auch die zweite Ecke wieder. Inzwischen kennen wir das ja schon fast auswendig. Deckungsgleich da herunter. So. Scharf glatt streichen. Fertig. Dann machen wir das wieder auf. Gell? Inzwischen wissen wir ja schon, das ist unten. Jetzt drehen wir das Ganze um. Da ist oben. Und da folgt man wieder diese beiden Ecken auf die anderen zwei Ecken. Ecken ist gut gesagt, also die Knicke da von den Faltungen meine. So. Einmal da und einmal da. Und wenn wir das jetzt wieder umdrehen und sauber gearbeitet haben, dann treffen sich da alle drei Knicke genau in der Mitte. Ich lege mir also die Unterseite nach oben, nehme diese letzten beiden Faltungen, fahre damit da herein und drücke sie flach. Fertig. Jetzt wird es ein bisschen anders als wie vorher. Ich nehme jetzt diese Ecke und das letzte Mal haben wir die da zur Spitze gefaltet. Naja, jetzt lassen wir da ungefähr 5 mm Platz. Also ich zeige das da mit Lineal. Das wäre so die Mittellinie von dem Flugzeug. Und da lasse ich ungefähr 5 mm Platz. Auf der zweiten Seite mache ich das auch so. Ungefähr 5 mm Platz. Aber trotzdem, diese beiden Kanten da, die sind deckungsgleich mit dem Boden. Und man sieht schon, jetzt habe ich da ungefähr 1 cm in der Mitte Platz. Der nächste Schritt ist, ich falte das da so nach oben, dass die Spitze genau da bei dem Blattl ist. Ja, und dann hätten wir es eh schon fast fertig. Weil jetzt legen wir es so her. Falte das Ganze einmal nach oben, so dass das da wieder deckungsgleich ist. Und jetzt mache ich das gleich so, dass sie ungefähr einen Zentimeter, da ungefähr einen Zentimeter Abstand, falte das herunter. Das Ganze umdrehen. Und wenn ich es auf der anderen Seite geschafft habe, schaffe ich das da auch. Jetzt brauche ich mich nur mehr daran orientieren, dass die Ecken da ja genau übereinander liegen müssen. Dann habe ich es geschafft. So. Das ist schon ziemlich ein dicker Knäuel, aber das geht. So, während ich das jetzt so zusammengefaltet lasse, nehme ich da unten auch wieder ungefähr einen Zentimeter, falte es nach oben, drehe das ganze Flugzeug um und falte es da auch wieder einen Zentimeter nach oben, so dass das da unten wieder genau gleich weit ist. So, jetzt können wir das erste Mal so auffalten. Okay, ich kann also den da unten wunderbar halten. Die zwei da falte ich nach oben, so dass sie wieder so senkrecht nach oben stehen. Und meistens schaue ich dann einfach einmal, wie er so fliegt.
Und da wird man dann gleich merken, der steigt da mit der Nase gleich nach oben. Ich tue dann üblicherweise so da Abstand von einem Zentimeter, 2 Zentimeter ungefähr. Auf der anderen Seite auch. Meine Kappen einbauen. Und je nachdem fliegt er nach oben, muss ich die Klappen nach unten tun und andersrum. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß. Wie man so ein Flugzeug trimmt, das habe ich eh schon mal gesagt. Das verlinke ich da jetzt wieder. Und ansonsten können wir wieder genau die gleichen Experimente machen. Wie verhaltet sich dieser Flieger, wenn ich ihn sanft wegschieße, wenn ich ihn mittel wegschieße und wenn ich ihn kräftig abstoße? Viel Spaß beim Basteln und dann noch viel mehr Spaß beim Fliegen. Na, habt ihr euch ausgiebig gespielt damit? Jetzt bin ich schon gespannt auf Videos oder Fotos von euren Flugeinsätzen mit den Papierflugzeugen.